Ich rufe jetzt noch auf den Tagesordnungspunkt 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie. Hier haben wir vereinbart, dass es keine Aussprache gibt, allerdings eine Berichterstattung. Und die nimmt der Kollege Eckert vor. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Sie haben ja gesagt, ich habe jetzt unbegrenzt Redezeit. Deswegen möchte ich Ihnen kurz die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen vorstellen. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss, den ich gerade nannte, empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Dem haben CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, AfD, Freie Demokraten zugestimmt, bei Enthaltung der Linken. Herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Auch das machen wir dann im Abstimmungsblock endgültig.